Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alaina Tarot. Mein Name ist Alaina. Heute möchte ich gerne mit dir dieses interaktive Video teilen, wo wir mal anhand des Tarots herausfinden wollen, wie sind eure realen Gefühle dir und deinem Gegenüber? Ja, also wirklich, wie sind eure realen Gefühle? Was versteckt ihr womöglich? Was wollt ihr euch sagen und könnt es womöglich nicht? Es ist egal, was das Tarot dir heute sagen möchte. Wichtig ist, dass die Botschaften sowohl für dich als bewusster Mensch als auch Botschaften für dein Unterbewusstsein sind. Bedenkt immer, in meinen Videos sage ich das unheimlich gerne, ja, dass nicht alle interaktive Videos zu 1000%ig zutreffen können. Holt euch das raus, was für euch wichtig ist. Das andere, lasst es an euer Unterbewusstsein fließen, okay? Weil das, was aneckt, was ihr nicht hören wollt, was ihr mit Widerstand ablehnt, ist einfach für euer Unterbewusstsein, damit ihr wisst, woran ihr noch zu arbeiten habt, okay? Option Nummer 1, das Herz. Option Nummer 2, der Engel. Pausiere das Video, falls du dich nicht entscheiden kannst. Nehme beide Optionen und vergleiche mal, dass eventuell eine gebündelte Nachricht für dich dabei ist. Okay? Lass die Energien fließen. Während du dich entscheidest, fange ich schon mal mit Option Nummer 1 an. Ja, weil ihr wisst, ihr habt immer die Möglichkeit zu pausieren. Ich habe leider nicht so die Möglichkeiten, so lange hier das Video aufzuzeichnen. Konzentriere dich bitte auf dich. Pass es auf deine Lebenssituation an, deine Glaubensrichtung, deine Geschlechtsorientierung. Denke an die Person, um die es geht und fragt euch immer wieder, was sind unsere wirklich realen Gefühle zueinander, füreinander? Was sind unsere realen Gefühle? Was sind eure realen Gefühle, Leute? Wir schauen mal. Hervorragend. Also, deine Gefühle, wow, und seine Gefühle. Okay, Leute, pass auf, das ist ganz krass hier. Warum? Aus dem einfachen Grunde, weil deine Gefühle für diese Person sind wirklich echt. Ja, hier gibt es viel Liebe, hier gibt es viel Zusammenhalt. Für deine, aus deiner Sicht ist es, dass dieser Mensch vom Schicksal vorherbestimmt ist für dich. Du hast das Gefühl, es geht sich hier um deinen Seelenpartner. Du fühlst dich komplett sexuell zu diesem Menschen hingezogen. Du hast einfach das Gefühl, dass gerade eine Transformation besteht. Dass du genau weißt, dass du mit diesem Menschen eine Beziehung eingehen wirst. Dass du einfach das Gefühl hast, dass ihr füreinander bestimmt seid. Du bist gerade in einem Heilungsprozess, weil viele Schmerzen dir zugefügt worden sind, weil du die Venus unter den Sternzeichen bist. Du hast das Gefühl, von dem Planeten Venus auch regiert zu werden, ja, von der Liebe, von der Leidenschaft, von der Passion, dass du eigentlich gefühlsmäßig alles akzeptieren würdest, um mit dieser Person zusammenzubleiben. Dass du über deine Fähigkeiten Bescheid weißt, wie man liebt. Dass du weißt, dass es keinen Konflikt auf dieser Welt gibt, was ihr gemeinsam nicht überstehen könntet. Deine Gefühle für diese Person sind so echt. Ja, guck mal. Und es gibt hier Probleme in Option Nummer 1. Es gibt hier Konflikte, es gibt hier Machtkämpfe, es gibt hier Streitereien, es gibt Verwirrungen, es gibt Probleme. Nichtsdestotrotz sind deine Gefühle so echt, ja? Weil du weißt, ihr beginnt einen neuen Lebenszyklus. Guck mal, wie schön. Du weißt, dass es hier eine neue Chance für dich gibt. Ja, mit dieser Person zu kommunizieren. Du hast einfach das Gefühl, was dich leitet, zu sagen, egal wie schwer unsere Situation ist, egal ob wir uns getrennt haben, egal ob wir gerade nicht reden, egal ob sich dritte Personen einmischen, egal ob unsere Egos so groß sind, was auch immer, du weißt, dass die Liebe, die du für diesen Menschen empfindest, ehrlich ist. Du weißt, dass diese Kelche der Liebe sich immer wieder füllen werden, egal was dieser Mensch dir antut oder nicht. Ja, du bist bereit, aus dieser Kreuzung rauszukommen, aus diesem Loch rauszukommen. Du bist bereit, den nächsten Schritt auf diesen Menschen zuzugehen, um Bewegung in dieses Spiel zu bringen. Du wärst auch bereit, in eine Fernbeziehung das Nötige zu geben, um mit dieser Fernbeziehung zusammen zu sein. Du würdest für diesen Menschen alles geben und alles tun. Warum? Weil du weißt, dass es sich hier von deiner Seite um wahre Liebe handelt. Wow, Leute, unglaublich schön. Also deine Gefühle sind wirklich real, deine Gefühle sind wirklich echt. Du weißt, dass du hier erfolgreich sein wirst. Du bist bereit, alle Konflikte auf dich zu nehmen, egal worum es hier handelt. Leute, denkt dran, es gibt hier für die einen oder anderen wirklich sehr tiefgründige Gefühle, die absolut schön sind. Aber ihr wisst auch, wenn es hier um toxische Beziehungen geht, egal wie groß deine Liebe ist, ja, muss man hier den Wandel annehmen und auch manchmal von der Liebe loslassen, um einfach wieder in seine Mitte zu kommen. Aber hier geht es ja nicht darum, was ich jetzt gerade dir sagen möchte, sondern hier geht es darum, was das Tarot dir sagen möchte. Und das Tarot sagt dir, du bist gerade in einem Heilungsprozess, weil ihr viel erlebt habt, weil du viel duldest. Nichtsdestotrotz sagt dir die Liebe in dir für diesen Menschen, dass du auf diese Person warten wirst, dass du alles überstehen wirst, weil die Liebe, die du für diesen Menschen empfindest, die Gefühle sind real echt. Okay? Wow. Was empfindet dein Gegenüber?
für dich. Dein Gegenüber ist gerade in einer Phase der Veränderung. Ja, er ist sehr blockiert. Er ist sehr versucht, den Kontakt zu dir abzubrechen. Auch versucht, den Kontakt zu dir aufzunehmen. Diese Gefühle für diesen Menschen sind gerade ein bisschen konfus. Was heißt das? Durch Einflüsse von dritten Personen, weil dieser Mensch dich angelogen hat, weil dieser Mensch dich vielleicht auch betrogen hat, weil dieser Mensch dir vielleicht nicht alles erzählt hat, was in seinem Leben los ist. Hier ist es so, dass dieser Mensch zu dir oder ihr beide in einer gewissen emotionalen Abhängigkeit seid, ja, egal ob von deiner Seite aus mehr Liebe ist oder nicht, mehr Gefühle, aber hier geht es um Abhängigkeiten, es gibt hier um ganz tiefe Geheimnisse, es gibt hier auch um einen Menschen, der sehr dominant ist, guck mal, ja, der Imperator, also wirklich schon ein sehr dominanter, autoritärer Mensch, aber, das wollte ich wissen, der Imperator und seine Imperatorin, was heißt das, egal ob dieser Mensch gerade toxisch ist, in einer Lügenwelt verstrickt ist, unsicher ist über seine Gefühle, schlussendlich ist es so, dass der Imperator zu seiner Imperatorin kommt und umgekehrt. Egal wie sehr dieser Mensch sich gegen diese Gefühle, die er hat, sich weigert, diese anzunehmen, weil dieser Mensch blockiert sich gerade. Er oder sie möchte gerade die Gefühle zu dir nicht wirklich öffentlich tun, ja, nicht zulassen. Seid ihr in einer Beziehung, möchte dieser Mensch gerade nicht über Gefühle reden. Okay, wir haben hier eine kleine Distanz. Warum? Weil dieser Mensch sich nicht abhängig machen möchte von dir. Dieser Mensch weiß, dass ihr eine ganz krasse Konnektion habt. Ja, aber dieser Mensch ist gerade in einer Schattenwelt der Gefühle verankert, verstrickt aus diversen Gründen. Wir haben hier dritte Personen, die im Spiel sind. Einige von euch versuchen auch gerade, weil du am Heilen bist, eine Untreue zu verzeihen. Wie auch immer, passt es an. Deine Gefühle sind real und wirklich echt. Die Gefühle von diesem Menschen sind auch da, weil der Imperator holt seine Imperatorin. Leute, klarer geht's schon gar nicht mehr, ja? Aber wir haben es hier mit zwei Menschen zu tun, die wirklich, guck mal, also dieser Mensch, egal was er dir sagt, egal wie oft er sich zurückzieht, egal was er sagt, von wegen, ich will dich nicht, ich liebe dich nicht, jetzt unsere Beziehung hat keinen Sinn mehr, ich habe keine Gefühle für dich, ich bin mit einer anderen Frau, mit einem anderen Mann zusammen, ja, oder was auch immer, dieser Mensch hat tiefe Gefühle für dich, aber er ist oder sie ist sich noch unsicher. Sie weiß es, er weiß es, aber sie möchte es nicht, das unsicher nicht zu wissen, sondern dieser Mensch weiß, dass die Gefühle für dich da sind und echt sind, aber er sie gerade versucht zu verstecken, zu verschleiern, aus welchen Gründen auch immer. Es kommt eine Annäherung, definitiv. Also zwischen euch beiden wird es eine Versöhnung geben, ein Fortschritt, eine Wiederherstellung dieser Liebe, ja? Also ihr werdet definitiv zueinander finden, aber ganz langsam, Leute. Ja, guck mal, die Offenbarung, die Annäherung, die Partnerschaft, dieses Miteinander wird ganz schleppend und langsam kommen. Warum? Weil die Münzen sind immer langsame Fortschritte, langsame Veränderungen, okay? Hier rät dir der Engel, das Orakel der Engel, bleibe geduldig. Bleibe geduldig, diese Liebe wird sich auf jeden Fall geben. Dieser Mensch wird definitiv dir seine Gefühle offenbaren, aber du brauchst echt Geduld. Nehme das Abenteuerleben an, ja, sei geduldig, warte, lass die Früchte tragen, weil dieser Mensch, obwohl er gerade sehr distanziert ist, weiß, dass du die Königin seines Herzens bist oder der König sein ihres Herzens, okay? Ihr zwei gehört einfach zusammen, das weiß dieserjenige auch. Es ist egal, wer dagegen gewittert, es ist egal, was gerade euer Problem ist, ja? Das klärt ihr bitte alle schön alleine in euren Lebenssituationen, in euren Geschlechtsorientierungen, aber das Tarot sagt dir, hier gibt es eine Liebe, die von beiden Seiten aus stimmig ist, nur dass der eine halt etwas mehr Zeit braucht, der andere ist ein bisschen unsicher, aber wichtig ist das, was du fühlst, was du real für diesen Menschen empfindest. Wow, Option Nummer 1, das hat mir echt heute gut gefallen. Ihr wisst immer, ja, ich laufe, ich folge dem Ruf des Tarots, ich lebe und ich liebe mit dem Tarot, ihr wisst, ich bin Zigeunerkind und heute war es einfach am Start zu sagen, lasst uns mal die Gefühlsebene von allen beiden kontrollieren und überprüfen, mal schauen, was da ist, okay? Also, was sind deine realen Gefühle für diesen Menschen? Was sind seine oder ihre realen Gefühle für dich? Deine Gefühle, wow. Also das ist so toll, guck mal wieder der Imperator, das ist so toll, Leute, heute will die Liebe einfach sprechen. Das ist sagenhaft. Was sind deine wahren Gefühle? Also Option Nummer 2, deine wahren Gefühle für diesen Menschen sind, du willst mit ihm oder mit ihr die Welt erkunden, ja? Du hast ein Freiheitsgefühl, du weißt ganz genau, dass du mit diesem Menschen glücklich sein wirst, du weißt ganz genau, dass dieser Mensch dir so viel bieten kann. Dass du einfach das Gefühl hast, mit diesen Menschen Ziele zu erreichen, Projekte zu erreichen, deine Träume zu verwirklichen. Dieser Mensch ist für dich ein Wunsch gewordener Traum, die Erfüllung deines Lebens. Du bist vielleicht mit diesem Menschen verheiratet oder möchtest diesen Menschen auch heiraten, ja? Hier gibt es eine Liebeserklärung, obwohl du manchmal eine Zeit brauchst. Guck mal, der Imperator mit seiner Imperatorin. Leute,
Also hier haben wir heute zweimal wirklich abgrundtief tiefe Liebe, tiefe Gefühle, Menschen, die einfach vom Schicksal füreinander bestimmt sind, die einfach zusammengehören, die zwar beide sehr machtvoll sind, sehr autoritär, sehr ordnungsliebend, sehr berechnend manchmal sein können, aber Gefühlsebene ist von beiden Seiten die absolute Krönung. Option Nummer 2, herzlichen Glückwunsch, sowohl Option Nummer 1. Heute ist der Tag der Liebe, der Gefühle, das ist unglaublich schön. Klar brauchst du natürlich auch deinen Rückzug, deine Zeit zum Nachdenken, zum Überprüfen, weil es gibt hier ganz viele Konflikte, die vielleicht bewältigt werden müssen, ja. Aber nichtsdestotrotz ist es hier, es geht sich hier um Wunscherfüllungen, ja, dass du vielleicht schon schwanger bist oder schwanger sein möchtest von diesem Mann oder von dieser Frau. Also nicht, dass du schwanger von dieser Frau werden möchtest, sondern halt, dass es hier um einen Kinderwunsch geht. Es geht hier auch um Rückzug. Es geht hier um klare Entscheidungen zu treffen. Manchmal muss man auch in die Einsamkeit zurückkehren, um sich dessen bewusst zu werden, was man eigentlich wirklich möchte. Nichtsdestotrotz ist es hier, dass du gefühlstechnisch wirklich alles auf deiner Seite hast. Du kannst entweder diesen Rückzug antreten und sagen, nein, ich möchte mit dir nicht zusammen sein, egal wie sehr ich dich liebe. Oder sagen, ja, ich gebe der Liebe nochmal eine Chance, weil ich ohne dich nicht sein kann und sein will. Warum? Weil der Imperator sucht seine Imperatorin, auch wenn die gerade in andere Richtungen blickt. Das, was füreinander bestimmt ist, ist bestimmt, Leute, okay? Ich sehe hier, dass du, der ein oder andere unter euch, ja, wirklich zweifelt und unsicher seid und gegen diese Liebe ankämpft, weil es gibt hier ganz viele Probleme, vielleicht Sturheiten, Nachtragenheiten, dritte Personen, die einwirken, Distanz, egal was. Wichtig war uns zu wissen, wie deine Gefühle sind. Und deine Gefühle sind absolut echt, Leute, ja? Hier geht es darum, Bewegung ins Spiel zu bringen, sich zu trauen, mit der Wahrheit zu sprechen, okay? Die Liebe siegen lassen. Warum? Weil die Liebe ist es immer wert, zu leben und zu lieben. Hier geht es darum, in deine Stabilität zu kommen. Du möchtest mit diesen Menschen eine Zukunft haben, eine stabile Beziehung. Du möchtest mit diesen Menschen wirklich alles erleben, was auf dieser Welt nur zu erleben ist. Mit allen Hürden, mit allen Schattenseiten, mit allem, was euch vorherbestimmt ist. Guck mal, trotzdem denkst du oft nach. Es gibt viele von euch, ja, die hier unsicher sind. Ich habe zweimal die Karten des Eremiten. Klare Entscheidungen zu treffen, in die Distanz zu gehen, dich mit der Quelle Gottes in Verbindung zu setzen, mit deiner Intuition, dir die Ruhe zu nehmen, drüber nachzudenken. Diese Distanz, die manchmal herrscht zwischen euch beiden, bewusst oder unbewussterweise, ist wichtig, um zu wissen, wo deine Reise hinführt, was du willst. Aber deine Gefühle für diesen Menschen sind absolut echt. Wow, was du möchtest, ist, mit diesem Menschen wirklich alles zu erleben, egal wie schwer es dir gefallen ist, egal wie schwer es dir fällt. Nimm dir die Ruhe und die Zeit, wirklich darüber nachzudenken. Aber ich sehe hier, dass diese Liebe absolut top ist, egal wie schwer es euch fällt, ja? Bleibe zuversichtlich. Der Engel der Zuversicht möchte dir wirklich sagen, ja? Glaube an das Gute. Handle konzentriert, überlege, aber lass dich inspirieren von der Liebe. Deine Ziele und deine Wünsche im Thema Liebe, Gefühle werden sich erfüllen, sofern du in der Zuversicht bleibst. Wow, absolut klasse. Was haben wir hier bei dem Imperator? Also der Imperator ist derjenige oder diejenige in deinem Herzen, die ganz tiefe Gefühle für dich hat, ganz tiefe Liebe, aber auch diese Liebe geheim hält, weil es vielleicht hier um eine versteckte Liebe geht, um eine Affäre, weil ihr vielleicht verheiratet seid, weil ihr euch noch nicht frei äußern könnt. Hier geht es um Geheimnisse, um Ängste, um Sorgen, um Bedürfnisse nicht frei reden zu können, nicht äußern zu können. Hier geht es darum, dass dieser Mensch tiefe Liebe für dich empfindet. Ja, dieser Mensch weiß, dass der Punkt kommen wird, wo sich das Rad des Schicksals zu euren Gunsten drehen wird. Er weiß oder sie weiß, dass ihr tiefe Gefühle habt, ja? Oder er ahnt es zumindest, oder sie ahnt es zumindest. Hier geht es darum, dass das Schicksal euch zueinander führen wird, ja, immer und dann, wenn ihr beide in dieser Distanz bleibt, überlegt, was ihr wirklich wollt, den Sinn eures Seins erkennt und dann frohen Mutes nach vorne schreitet. Weil diese Option ist definitiv füreinander bestimmt. Egal, was gerade dazwischen springt, egal, ob ihr sagt nein, egal, wie oft ihr euch trennt, egal, was auch ist, ja? Lasst dem Schicksal seinen Lauf. Was empfindet er für dich? Tiefe Liebe, aber auch Ängste. Aber auch Sorgen. Er weiß oder sie weiß, dass hier gerade eine Veränderung passiert, ja? Es gibt hier einen Umzug. Wir reden hier aber auch von Fernbeziehungen. Der eine oder andere wohnt vielleicht in einer anderen Ortschaft oder es ist eine körperliche, emotionale Distanz entstanden. Aber es ist gar nicht so schlimm. Warum? Weil ihr braucht die Zeit des Reifens. Guck mal, es gibt Fortschritte, es gibt Veränderungen, es gibt Liebeserklärungen, es gibt Notwendigkeiten, um einen Neubeginn zu starten. Die wichtigste Frage war hier, was empfindet er oder sie für dich? Ganz tiefe Gefühle. Gefühle, die vom Schicksal füreinander bestimmt sind, wo er oder sie weiß, genau hier muss Bewegung ins Spiel gebracht werden. Man muss hier etwas verändern, ja, man muss hier etwas loslassen, man muss hier eine Lösung finden. Dieser Mensch möchte mit dir eine neue Liebe eingehen.
seine Kräfte sortieren, ja, gegen alles angewittern, was zu ist. Dieser Mensch ist gerade dabei, das Schicksal anzunehmen, um wirklich auch zu lernen, wie wichtig es ist, Gefühle zu äußern und freizugeben, sich entscheiden zu müssen halt zwischen zwei Menschen, ja. Guck mal hier, dieser Mensch ist definitiv eine Person, die abgrundtiefe Liebe, totale Liebe für dich empfindet. Also besser kann ich es gar nicht sagen, Leute, ja. Also dieser Mensch hat tiefe Liebe für dich, absolut. Aber auch dieser Mensch bringt Schwung in dein Leben, bringt Schwung in sein Gefühlsleben. Und auch hier haben wir wie bei Option Nummer 1, ja, die Münzen, es wird langsam kommen. Dieser Mensch wird sich Schritt für Schritt wieder anfangen zu öffnen. Warum? Weil er erstmal mit seinen Gefühlen klarkommen muss, mit dem Willen klarkommen muss, mit der Stärke sich wieder zu finden, zu festigen, wirklich diese Liebe mit dir aufblühen zu lassen. Warum? Dieser Mensch hat noch ein bisschen Angst. Ja, die Liebe ist da, aber es ist befolgt oder wird ein bisschen so überschattet mit Ängsten, mit Zweifeln, mit Unsicherheiten, die Vergangenheit noch loszulassen. Hier geht es darum, die Gefühle sind da, ja, die Liebe kann triumphieren, ja, dafür müsst ihr ausdauernd und beständig bleiben. Dafür müsst ihr an euch glauben, dafür müsst ihr die Momente, wo ihr Gespräche führt, ja, wirklich nutzen, um ehrlich zueinander zu sein. Klare Verhältnisse schaffen, ja, den Spagat zwischen Liebe und Distanz zu schaffen. Nicht durchzudrehen, nicht irre zu werden, ja, nichts unterdrücken, Leute. Ihr dürft keine Gefühle, keine Emotionen unterdrücken. Hier geht es darum, dass ihr in die Empathie geht, in die Liebe geht, in das Verständnis geht, die Dualität zwischen euch beiden wiederherstellt, egal wie eure Konstellation ist. Ja, aber dass ihr hier der Liebe, der Gefühle eine Chance gibt und dass ihr auch frei redet. Es ist jetzt ganz egal, ob du Mann, Frau, Frau, Mann bist, es ist ganz egal. Dein Gegenüber ist gerade in der Entscheidung drinne zu sagen, soll ich oder soll ich nicht? Ich vermisse sie oder ihn. Ich vertraue darauf, dass das Rad des Schicksals wirklich füreinander, also zu unserem Gunsten wirken wird. Verstehst du, was ich meine? Dieser Mensch ist gerade dabei, auf sich zu vertrauen, auf eure Gefühle zu vertrauen, auf sein Herz zu hören und eine Entscheidung zu treffen, diesen Schritt auf dich zuzugehen. Dieser Mensch möchte definitiv eine feste Partnerschaft, eine Erneuerung haben, eine zweite Chance, was auch immer. Aber hier geht es darum, dass schlussendlich man weiß, dass alle Konflikte gelöst werden, dass diese Zerrissenheit aufhört und dass man hier in den absoluten Triumph gehen kann. Warum? Wenn man allen Ballast loslässt, wenn man in die Ehrlichkeit geht, wenn man egozentrische Züge loslässt, ja, wenn man nicht den anderen als Besitzanspruch sieht, sondern dass man hier offen und ehrlich mit Gefühlen umgeht und sich traut, in die Leichtigkeit zu gehen und wirklich für diese Gefühle nicht einzustehen, sondern die Gefühle leben zu lassen. Ja, warum? Weil hier gibt es eine Liebe, die definitiv füreinander bestimmt ist und ihr einfach nur alles rauszögert. Guck mal, ihr schaut gerade in verschiedensten Richtungen. Guck mal so. Ihr blickt immer in verschiedensten Richtungen. Warum? Weil die Liebe ist da, Gefühle sind da, aber einer von euch beiden oder beide braucht ihr gerade eine Zeit, um ein bisschen zu erholen, um ein bisschen nachzudenken, um ein bisschen über alles nochmal zu entscheiden. Aber definitiv wird es hier eine Annäherung geben. Yes, honey. Wird es hier einen Neustart geben? Yes, honey. Immer und dann, wenn ihr beide euch den Raum und die Zeit lasst, zu wachsen, zu reifen, zu schauen, wie groß der Schmerz war, egal was dazwischen ist, sobald ihr bereit seid, das alles hinter euch zu lassen, hat diese Beziehung eine große Chance, wirklich auch zur Vollendung zu kommen, weil die Liebe ist da, die Grundbasis ist da. Jetzt geht es darum, euch den gegenseitigen Respekt zu zollen, in eine klare Entscheidung zu gehen, zuversichtlich nach vorne zu schauen und dem Leben die Farbe zu geben, die euch glücklich macht. Also Leute, steht ein für die Liebe. Schöner kann man das hier gar nicht verabschieden, diese Legung, ja? Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Lasst die Gefühle raus, klärt alles, was ihr zu klären habt, egal in welcher Konstellation ihr seid. Wo die Liebe von Schicksal füreinander bestimmt ist, ist sie bestimmt. Okay, ihr habt einen Plan für euer Leben, aber denkt dran, Gottes Plan und Gottes Zeitpunkt ist immer besser wie eurer. Also glaubt daran, traut euch auf den anderen zuzugehen, egal wie oft derjenige sich zurückzieht, egal wie oft du dich zurückziehst, egal wie oft ihr euch trennt. In dieser Konstellation, wenn ihr alles richtig macht, ohne Druck, ohne irgendetwas, wenn ihr nach den Regeln des Lebens spielt, hat diese Liebe, die eh schon füreinander bestimmt ist, eine absolut hundertprozentige Garantie, gut zu werden. Aber dafür müsst ihr wirklich nach den Regeln des Lebens spielen. Okay? Leute, ich wünsche euch alles Liebe, habt einen schönen Tag. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Danke, dass ihr meinen Kanal abonniert und das Glöckchen drückt, damit ihr über jegliche Benachrichtigung informiert werdet. Wenn deine Intuition dich zu mir führt, ist genau der richtige Moment, um diese Nachrichten zu hören, egal welche Nachricht, okay? Und denkt dran, private Legungen wisst ihr mittlerweile alle, ich brauche das gar nicht mehr so oft zu erwähnen, ja? Schreibt mich per WhatsApp an und ich gebe euch gerne Informationen, wie ihr mit mir eine private Legung
buchen könnt. Okay? Also fühlt euch lieb gedrückt und bis dahin. Bye!